Ja, hallo, weiter geht der Panzer 2 Bau. Und zwar dieses Mal, da ist der Plan. Dieses Mal kommen die Ketten dran. Die sind ein bisschen, ich finde die immer ein bisschen tricky, weil muss ja aufziehen irgendwo. Es geht zwar, aber ja, ob das da gut funktioniert. Wichtig ist nur, dass die ganzen Rollen halt dann wirklich festgeklebt sind, gut, weil sonst das oder man muss trocknen lassen, weil wenn die Rollen nicht fest sind, dann verziehen die sich halt. So, die Idee ist jetzt einfach, dass man die da rumlegt oder andersrum. Die, ja, wo die Kamera ist hier. Das hat sie da durchgemacht. Und dann aufzieht. Jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, die Stelle sieht ein bisschen bescheuert aus mit dem großen Teil oder so, dass man die vielleicht unten hin macht, dass man die nicht so sieht. Oder wenn man auf den Kopf legen will, dann macht man es natürlich anders, aber dass man die hin macht, wo man es nicht so sieht. Ah. Und dann Kette, 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 Kette. Oh, das geht sogar wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, genau, also man sieht es jetzt hier. Das soll vielleicht besser, sogar besser auf die andere Seite machen. Weil hier oben, da hat er dann am Ende die Platte sozusagen drüber. Und das heißt, was da, das sieht man dann noch schlechter sozusagen. Das wäre vielleicht die Überlegung, aber sonst ist das eigentlich egal. Da kann man auch noch so einen Schmutzklumpen hinkleben, dass das halbwegs vernünftig aussieht. Ich sag hier, so im Grunde. Oh, das ging auch problemlos. Ja, da ist schon wesentlich mehr jetzt mit zu kämpfen mit Ketten. Gucken wir mal, das hoffen wir einfach mal, dass die zweite genauso problemlos geht. Das ist ja die Frage, wie alt die Bausätze sind, wenn der 10 Jahre irgendwo rumgelegen hat. Dann ist das vielleicht auch mit dem Gummi, zieht sich vielleicht zusammen, ich weiß es nicht, ob das ein Problem ist. Frage ist auch, wie haltbar das Gummi ist. Ich meine, ich glaube, bei vielen älteren Bausätzen geht es dann irgendwann kaputt. Das ist ein bisschen die. Also ich glaube, deswegen macht man das heutzutage auch nicht mehr mit dem Gummi oder was. Die haben alle andere. Andere Materialien. Was schön wäre, wenn. Hier vorne sieht man die Zähne vom Zahnrad. Wenn das Gummi dann richtig auf die Zähne bekäme. Man sieht es, ja. Genau, hier hinten sieht man, da habe ich das Problem. Das Rad ist nicht richtig fest, deswegen muss ich das nochmal festkleben. Also, wo ist es jetzt? Weil da leider das Gummi zieht es dann leider runter. So. Da könnt ihr so rumwurscheln, aber ich klebe es da richtig wieder fest. Ich versuche es dann später nochmal. Da komm her. Und da, ja. Ist sogar abgebrochen, glaube ich. Nee. Ja, vielleicht war es auch von Anfang an nicht richtig fest. Schief oder irgendwas. Das ist also das Problem mit Gummiketten. Die ziehen halt dann schon ein bisschen. Aber in der Zeit können wir trotzdem weiter bauen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier den Turm können wir bauen. Und wie gesagt, alles bis jetzt halt das Chassis sozusagen wieder brauchen. Mal, Turm. Ich frage, was ihr das mit der Uhr bedeutet. Ich kann mal eher gucken. Ah, man soll es trocknen lassen. Okay, das macht Sinn. Und das mit dem Klebeband hier haben wir jetzt halt wieder so, das soll beweglich sein, die Kanone vorne. Das soll beweglich sein. Gut, ist jetzt nicht. Und wie beim großen Panzer, wenn da ein großes Rohr sich hin und her bewegt, würde ich sagen, ja, aber da ist er ein bisschen, naja. So, wo ist mein Werkzeug? Das Teil brauchen wir erstmal. Dann gucken. 16.
Das ist das Teil, an das dann die Kanonen dran kommen. Und das da ist der Deckel sozusagen. Genau, man sieht es auch genau, das sieht man hier schon, diese Halterung, da kommt jetzt das Ding rein, fragst du wie rum, kurz überlegen, so rum, sonst haben wir die Teile jetzt nicht, gut, dass man das da nicht festlebt, ist klar, weil das soll sich ja bewegen. Aber hier drüben muss natürlich, festgeklebt werden. Und das ist dann das Teil, was der zur Wanne geht. Ja, gucken wir mal. Auflösung passt auch. Gott, wunderbar, weiter geht's. Ich meine, das ist für die Munition, das Ding. Die Kiste, die können wir als nächstes noch dran kleben. Vermutlich ist erst dran kleben und dann den Deckel drauf machen, schickt er. Aber ich habe es jetzt andersrum gemacht. Na, machen wir mal neu. So, erst der Deckel dran und erst das Ding dran. So, also sieht man so ein bisschen eine Spalt. Ich weiß nicht, ob das so Absicht sein soll. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz, aber gut. Kann man jetzt nichts machen. So. Was haben wir da noch? Vierzehn und 15 die Kanonen. Ah, da sitzt er. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Frage, okay, das könnte doch gehen, aber hier, das ist die eine Kanone, jetzt, genau, und die andere ist hier, und das sind also gerade so kleine Teile, die gerne zerbrechen. Ich muss gerade gucken, wo ich meine Zange habe.
Naja. Okay, keine Zange. Aber ich habe zumindest das Messer wieder gefunden. ja, ich bin ein bisschen unordentlich, das weiß ich. Aber gut, was machen wir damit? Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil die am besten, ich mal hier ab. Also da geht es jetzt noch, aber gerade bei den Silvester-Modellen ist das meiste, dass also gerade diese Seile oder also die brechen gerne. Da muss man dann noch wirklich die vorher großflächig ausschneiden. Das ist ein bisschen stabiler hier. So. Falls du rumkürzt das jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht schön, wo ich sage, das ist als Kanone. Ah, sieht man es? Ja, gerade abgeschnitten als Kanone, das ist ja ein bisschen doof irgendwo. Nur wenn ich das was gerade abschneiden. Gut. Was haben wir noch? Da hier das bei dem Soldat, das kleine Teil. Ja, ich übe da noch ein bisschen. Aber ich frage es halt, wo ist der Sensor, dass das scharf schaltet? Ja, aber die Kamera ist schon super. Also ich habe ja damit einfach die Soldaten aufgenommen, wo man wirklich jeden Fleck sieht oder was. Das ist schon nicht schlecht. Ja. So, dann kann man das dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen reindrücken, ein bisschen mehr Gefühl. Oder auch nicht. So. Ah, genau, und das ist jetzt der Kranz und das ist dann der Deckel. Ich könnte mal überlegen, ob er da Kommandanten reinsetzt, aber ich glaube, das ist für meine Kommandanten sind ja für 1-72, der ist ziemlich zu klein, der Turmleiter. Da müsste ich dann gucken, da könnte doch der Kopf rausgucken oder sowas. So, jetzt können wir gucken, wie der Deckel da reingehört. Das ist, glaube ich, fast egal. Wie rum, so rum. Nee, ist nicht egal. Da sieht ihr wieder die Befestigung hier auf der Seite. Die müssen nach außen. Genau. Ja. Na. Ja, jetzt geht es hinten. Ich bin ja der Allergeschickteste leider. Grobmotorisch. Also wenn ich das kann, dann kann das jeder. Das ist mein Spruch sozusagen.
So sieht dann der Turm aus. Sieht auch schon ein bisschen, weil ich jetzt mit der Kleber ein bisschen umgesaut habe, da kommt jetzt die andere Farbe abgelöst, die untere kommt ein bisschen raus. Das ist jetzt, naja, nicht ganz so gewollt, aber Gott, ist halt so. So, Kleinteile kommen noch an den Turm. 18 und ja. Genau. Legen wir erstmal so rum, wie auf dem Bild ist. Ah, von denen gibt es diverse, von denen gibt es mehrere, okay. Und 33. Da gibt es auch zwei. Ah, dann kommen die vermutlich links und rechts. Also, ja. Ja, jetzt wächst sie wieder runter. Das kommt vorne hin, das Teil. Das, ich hoffe, man sieht das Teil. Das andere kommt hinten hin. So, genau, jetzt sind die Teile dran. So, nächste Seite. Ah, genau, jetzt wird die untere Wanne sozusagen ausgebaut. Da kann man so ein bisschen aufpassen und sich zwar, ich glaube, bei dem Fall ist es jetzt sogar nicht mehr der Fall, wenn sich Werkzeug draufkommt oder sowas, dass man das ganz am Ende dran baut, auch nachdem man noch mal, wenn man noch mal ein Tarnmuster machen will oder sowas, weil, was weiß ich, eine Schaufel will ich jetzt zum Beispiel nicht mit tarnen, ist aber jetzt hier nicht der Fall, da gibt es sowas nicht. Wäre aber wie gesagt bei anderen Fahrzeugmodellen, wo es jetzt noch mehr Sachen gibt, wäre das eine Überlegung wert. Im Prinzip können wir jetzt alles machen. Wie gesagt, die Damen sind halt schon zusammengebaut. Ja, genau, sieht man. Zusammengebaut, den Panzer. Aber das macht ja nicht. Wir können ja trotzdem jetzt alles dran bauen, was oben an die an das Chassis sozusagen gehört. Ja, gucken wir mal. Wo sind die Teile? Was mich wundert. Die nicht, aber ich gerade auf die Seite geklebt habe hier, dass die nicht auch auf die andere Seite gehören, aber das ich habe eh über, dann klebe ich die vielleicht noch dran. Ah doch, man sieht sogar, da kommen die noch dran, wunderbar. So. Gut. Aber ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Ich will ja nicht, dass die Videos zu lang werden. Bis dahin. Tschüss.